So, noch ein kleines Update von Tag 5. Ich hatte ja gesagt, dass ich dann noch gedünstetes Gemüse wahrscheinlich mit zubereiten werde. Ich habe es so gemacht, dass ich so Art Weißkohl-Backlinge gemacht habe. Ganz gut sind auch Blumenkohlknödel, die kann man auch in Rohkostqualität machen. Ich habe da so eine Seite gefunden, wo echt viele Rohkostrezepte drin sind und ich ändere die halt ein bisschen ab, dass ich halt zum Beispiel kein Salz nehme oder halt nur wenig, wenn und solche Geschichten. In dem Maße ändere ich das dann ab. Gucken, ob ich mich hier irgendwie. Das ist doch eigentlich ein bisschen schöner. Für euch zumindest auch. Überhaupt zumindest. Nee, dann wirkt es so, als ob man so von unten herabschaut. Von oben herabschaut. Von unten her. Ja. Ja, Weißkohl, Sonnenblumenkerne, Zitronensaft, Knoblauch, Bärlauch. Was haben wir noch? Was habe ich da noch reingetan? Keine Zitronensaft. Oh, ich erinnere mich an sowas halt nicht, weil ich das immer so spontan mache. Ja, genau, ich hatte ein bisschen Senf und Tomatenmark halt beigegeben. War beides salzarm zumindest. Darauf achte ich zumindest. Hier haben wir doch stehen auch. Ja, sonst eigentlich nicht. Sonnenblumenkerne, Zitronensaft, Weißkohl, Bärlauch, Knoblauch, Tomatenmark, Senf. Ach nee, Flohsamenschalen, genau, damit das halt ein bisschen zusammenhält. Ich fand's anders besser. Irgendwie finde ich das so cooler. Dann ist das nicht so, als ob man so von oben hinabschaut irgendwie, keine Ahnung. Ja, das habe ich dann ein bisschen ziehen lassen wegen Flohsamenschalen, habe das dann einfach auf dem Backblech drauf verteilt und gebacken. Und das roch wie Mayo. Und jetzt verstehe ich auch, warum man aus Sonnenblumenkerne rohe Mayo macht. Ja, das hat ziemlich gut. Ach, ja, nee, Zitronensaft hatte ich gesagt. Es hat ziemlich gut geschmeckt, obwohl es halt nur ein paar Kerne waren und Gemüse in erster Linie, ein bisschen Gewürze halt. Hat mich sehr zufriedengestellt, so als Backlinge, Frikadellen irgendwie. Einen habe ich auch in Olivenöl angebraten, um nochmal die Wirkung von erhitzten Öl zu erfahren, habe direkt gemerkt, dass mich das vergiftet. Das habe ich bei dem Weizen auch schon gemerkt gehabt. Und da hatte ich am nächsten Tag ja auch die leichten Kopfschmerzen. Und ich habe da noch andere Entgiftungserscheinungen gehabt. Irgendwann merkt man halt ziemlich sensibel irgendwelche Symptome, die man aber gar nicht so richtig beschreiben kann. Es hat sich so angefühlt, wie als ob in diesem Bereich etwas so reindrücken würde, was natürlich physisch nicht geschehen ist, aber es war halt dieses Gefühl, dass so was reindrücken würde und gleichzeitig irgendwie zersetzen würde. Vielleicht sind da halt wirklich Pestizide drin, die im Hirnstoffwechsel eingreifen oder halt Nervengifte sind. Das könnte natürlich sein. Da will ich jetzt aber nichts weit hergeholtes irgendwie äußern. Auf jeden Fall hat sich das so angefühlt. War ein richtig scheiß Gefühl, also Bio ist jetzt wieder sehr wichtig geworden nach den 4 Tagen Ausflug. Wo setze ich denn jetzt weiterhin an? Genau, bei dem Öl hatte ich das auch direkt gemerkt und habe dann auch nicht weiter gegessen und habe es dann halt stattdessen auf dem Backblech gemacht, um Backlinge draus zu machen. Ja, ich hatte auch zuvor noch eine Dose Erdnüsse geröstet gegessen, die ich aber abgewaschen habe, dass das Salz nahezu komplett ab war. Es hat richtig gut geschmeckt und hat auch richtig gut gesättigt. Also an dem Tag war das mit dem Fett kein Problem. Es war genau das Richtige, es hat mich gesättigt. Danach hatte ich eigentlich gar keinen Hunger mehr oder kein Bedürfnis mehr, irgendwas zu essen. Ich habe halt nur aus Neugier halt diese Weißkohl-Backlinge versucht, weil ich jetzt auch gerade viel Weißkohl habe. Und das hat mir roh schon, diese Masse hat mir auch schon sehr gut geschmeckt, muss ich sagen. Und da das mit dem Fett manchmal klar geht, je nach Intuition halt, weil der Körper halt keine feststehende Maschine ist, das lerne ich jetzt dadurch auch immer mehr. Was ich natürlich auch innerhalb einer kompletten Rohkosternährung lernen könnte, durch Rumprobieren von verschiedensten Dingen. Aber da das so ist, werde ich mir dann auch eventuell oder wahrscheinlich manchmal eine Rohkost-Mayo
herstellen. Da kann man halt, weiß nicht, Blumenkohl mit, ich weiß gar nicht, was man alles mitmachen kann jetzt. Auf jeden Fall habe ich da dann auch momentan keine Probleme mehr, das zu machen, um halt sich satt zu fühlen, sich gut zu fühlen und auch Energie zu haben. Das werde ich also integrieren wieder, diese hohen Fette. Aber dann immer in Kombination mit genug Gemüse, damit diese Wirkung ein bisschen abgepuffert wird. Ich weiß jetzt nicht genau, es hat wirklich auch wie Mayo gerochen aus dem Backofen jetzt. Was ich noch sagen wollte, bin auf jeden Fall stärker, habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr drauf. Also es hat mich so verschleimt und das im Gesicht alles, das ist jetzt nicht so viel, sage ich mal, aber das sind alles jetzt Wassereinlagerungen von Schleim. Von den letzten 4 Tagen. Ja, am Arm nicht so viel. Am Bauchhalter habe ich ja die Bilder gezeigt gehabt. Ja. Also habe ich überhaupt keine Lust mehr drauf. Das hatte ich halt jetzt ausprobiert, ob das irgendwie doch einen positiven Effekt haben könnte, weil ich jetzt halt wieder in einem nicht so reinen Status bin, dass das dann vielleicht wieder doch Sinn ergibt, irgendwie sich dann halt damit satt zu essen, damit man dadurch die Rückvergiftung sehr stark stoppt, damit man halt Energie hat und sich ausgeglichener fühlt, mehr Energie hat, um Dinge zu tun. Und da sind halt Kohlenhydrate sozusagen am besten, weil die am wenigsten Verdauungsarbeit verursachen, deutlich weniger als andere Sachen, als fettreiche Sachen oder proteinreiche Sachen. Aber diese Stärke, diese Schleimbildungsstärke ist einfach zu krass. Da esse ich wirklich lieber konsequent Fett- oder Low-Carb-Brot, was ein Low-Carb-Brot jetzt nicht aus, wenn ich das selber mache, aus Weizenkleie und Karotten und Flohsamenschalen und so, aber jetzt nicht das mit dem ganzen Gluten, ist ja auch wieder Mist. Totaler Mist sogar. Jeden Fall die Stärke komplett weglassen, höchstens Kartoffeln in ganz dünne Scheiben geschnitten und die dann halt wirklich backen, dass die halt von beiden Seiten komplett goldbraun sind. Nicht schwarz und so, sondern komplett goldbraun. Dann schmecken die auch süßlich. Dann ist die Stärke wirklich zum Großteil umgewandelt. Und Kartoffeln haben sowieso schon weniger Stärke als Getreide, wenn man den gleichen Wasseranteil auch nimmt. Und es hat halt, da es halt Gemüse ist, hat es halt auch etliche andere Nachteile nicht. Und das schmeckt, man schmeckt es das sofort, dass es das deutlich leichter schmeckt. Das ist nicht so erdet einfach. Weil die Stärke halt in Zucker umgewandelt wurde. Das fand ich mal als Ausnahme. Und wenn man halt Bock drauf hat, werde ich das eventuell noch machen. Ansonsten habe ich keine Lust mehr auf Stärke. Höchstens halt wirklich als Ausnahme, wenn man auf irgendwas überhaupt total Bock hat irgendwie. Zum Beispiel Tortillas, so Wraps machen aus Kartoffeln und da haben wir dann wieder die Kartoffeln, das wird dann auch gebraten, dann extrahiert wieder die Stärke. Aber halt auch ein bisschen Mehl. Ich nehme dafür dann Hafermehl, weil ich gerade Hafer da habe. Oder Kichererbsenmehl, das bindet noch ein bisschen besser. Und daraus dann halt wirklich dünne Wraps machen, die dann halt braten, dann komplett mit Gemüse füllen. Ist das halt nicht viel, nicht so schlimm. Das kann ich mir noch vorstellen, aber was ich jetzt rede, ist eigentlich ziemlich egal. Im Prinzip brauche ich da auch nicht weiter drüber reden und nicht drüber weiter nachdenken, weil es kommt einfach, wie es kommt. Keine Ahnung, ich kann nichts voraussagen. Doch ein paar Sachen schon. Habe ich ja sonst noch was? Also Rohkost, Fette werde ich wieder einbeziehen. Gemüse werde ich natürlich einbeziehen. Grüne Smoothies, genau, die werde ich wieder einbeziehen. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut getan und sehr, sehr gut gesättigt. Und wo man halt direkt gemerkt hat, eigentlich ist das, wenn man halt schon mal in einem höheren Reinigungsgrad war, dann ist das eigentlich, stellt das eigentlich für den Organismus auch nur unnötige Verdauungsarbeit dar. Aber es ist halt sinnvoll, manchmal muss man halt auch zurückgehen, oder möchte halt auch zurückgehen, in meinem Fall jetzt, um ja sich einfach mal wieder eine andere Erfahrung zu machen und sich auch physischer geerdeter zu fühlen, das natürlich auch nicht nur durch die Ernährung geregelt werden kann. Ja, oder halt um Stress irgendwie abzupuffern, mal zu chillen, dann zurückzuschalten insgesamt.
Und jetzt weiß ich auch, dass ich halt, also bis zu welchem Punkt ich dann zurückschalten werde. Also ich habe jetzt kein Problem mehr, ein bisschen die Kochnahrung zurückzuschalten, aber dann halt nicht so viel und auch nicht komplett scheiße wie weiße konventionelle Weizennudeln oder sowas. Da kann ich mich lieber umbringen. Mein Quatsch. Aber das ist halt wirklich dann besser zu fasten, wenn man überhaupt nichts anderes macht. Nee, aber ich hatte ja auch gesagt, diese Fruchtsäfte, ich habe die leere Verpackung hier immer noch, hatte ich ja gesagt, werde ich eventuell dann integrieren. Ist eigentlich Quatsch, habe ich jetzt, ja, weil mir eingefallen ist, dass ich auch schon besser Karotten kaufen kann. Ich hatte ja argumentiert auch mit dem Preis und so weiter, dass das auch besser schmeckt als die meisten Früchte, die man hier so kaufen kann. Aber Karottensaft schmeckt noch deutlich besser, obwohl das, ich habe heute 100 Milliliter getrunken, das waren 6 Möhren, war also nicht viel. Da, obwohl ich dann halt schon merke, viel zu süß und viel zu viel erdige Stoffe mag ich eigentlich nicht. Aber momentan ist es halt sinnvoll für den Körper, aber auch für den Geist, für die Sättigung. Und da kostet ein Kilo Biomöhren nur 80 Cent. Und da tut sich das preislich nichts mehr, aber das ist halt ganz anders als so ein Schrott. Das ist zumindest nicht schleimbildend, aber es ist halt übersäuernd und ich merke halt auch so langsam, wie so ein paar Knochen so ein bisschen knacken, weil durch das Getreide und die ganze säurebildende Nahrung halt aus den Knochen Calcium und Magnesium alles gezogen wird. Und ja, um das abzupuffern, um es halt den Körper basisch zu halten. Und da ist sowas natürlich dann nicht produktiv. Also das kann ich dann mit Karotten machen, das ist dann halt jetzt, was ich auch draus mitnehmen aus dieser Erfahrung jetzt, dass ich danach wieder Karotten als Saft oder auch als Brot integrieren werde. Das ist ein ganz guter Backup-Plan zu Früchten, würde ich mal sagen. Ich werde halt wieder Bananen integrieren, obwohl die nicht so wirklich schmecken, auch als Smoothie. Ich hatte da Heidelbeeren mit reingetan letztens, gestern. Und die Heidelbeeren waren schon nur so okay, aber die Bananen im Vergleich, das hat fast gar nicht nach Frucht geschmeckt. So schlecht ist die Bananenqualität eigentlich, aber es ist halt sinnvoll an also mancher Stelle. Und mit Grünzeug schmeckt mir das eigentlich ziemlich gut. Weil es dann auch wieder ordentlich puffert und halt die Mineralstoffe liefert. Das werde ich also integrieren, gute Smoothies, Bananen, Karotten. Also es geht halt alles mit Rohkost. Ich werde dann halt Rohkostfette auch wieder integrieren. Das finde ich manchmal zumindest besser als Stärke. Stärke, wie gesagt, diese Kartoffeln speziell gebacken, eventuell, wenn man noch Bock drauf hat. Aber ich versuche halt lieber was anderes zu essen, lieber halt die Salate, die werde ich integrieren. Gedünstetes Gemüse auch teilweise und verarbeitetes Gemüse auch eventuell mit ein bisschen Fett dann halt. Wenn ich dann halt mal 20, 30 Gramm zusätzlich Fett zu mir nehme, habe ich dann kein Problem mit, wenn ich stattdessen halt nichts Gekochtes und keine Stärke konsumiere. Ich habe heute halt sogar 150 Gramm Fett gegessen und manchmal, wenn ich das halt manchmal mache, komme ich sogar mit der Menge klar. Ich fühle mich jetzt halt sogar noch viel energiereicher als vorher, obwohl das noch nicht mal verdaut ist, weil ich gerade das gegessen hatte. Aber ich fühle mich davon halt nicht runtergezogen. Fühle ich mich vom Kochkost aber auch nicht mehr so wie früher. Fühle ich mich eigentlich auch danach fit, weil der Körper besser mit klarkommt, aber auf Dauer wird es dann halt immer schlechter, merke ich jetzt. Und auf Dauer kann man das. Ist das für den Geist auch zu schwierig, da mitzuhalten? Und auch für den Körper merke ich ja jetzt auch mit den Knochen knacken und so weiter. Aber wo man das auch mit dem Geist wieder verhindern kann, habe ich auch schon etliche Erfahrungen mitgemacht. Also der Geist regiert eigentlich und im Prinzip ist der Körper ja auch nur Geist, nur dass es halt sich als Materie darstellt oder dass halt andere Schwingungen sind als die höheren Schwingungen, wofür wir einfach keine Wahrnehmung haben. Also es liegt nur daran, dass wir keine Wahrnehmung davon haben und deswegen definieren wir das, was wir wahrnehmen können, als physisch und das, was wir nicht wahrnehmen können, als nicht physisch. Dabei sind beides einfach nur Schwingungen und die eine Schwingung, die können wir wahrnehmen, die anderen Schwingungen können wir nie wahrnehmen. Naja, aber bis die Menschheit das lernt, könnten noch ein paar Milliarden Jahre vergehen oder so. Aber ist ja auch nicht wichtig. Ja, doch, wahrscheinlich eigentlich schon, aber naja. Noch was integrieren, genau, ich hatte ja auch diese Ananas. Vom Geschmack her zumindest sehr gut. Hat jetzt sogar gar keine Beschichtung. Da hatte ich ja noch gesagt, dass ich die eventuell integrieren werde. Aber habe ich jetzt auch eine gute Alternative gefunden und habe auch jetzt gemerkt, dass die eigentlich, ist sie gar nicht günstig, so mit 1 Euro.
Weil auf ein Kilo Ananas wären das dann 4 €, dann kann ich mir auch lieber Früchte holen. Auch wenn ich hab überlegt, dass ich dann stattdessen einfach konventionelle Mangos hole. Konventionelle Mangos habe ich deswegen aufgehört zu holen, weil die auch zu süß waren. Diesen Anspruch habe ich jetzt aber nicht mehr. Also diese hohen Ansprüche. Ich esse dann halt auch wieder Bananen, weil ich mich einfach deutlich besser insgesamt mit fühle und schmeckt halt trotzdem irgendwo. Dann esse ich halt mehr Zucker, als was mir lieb ist. Ist besser für mich zumindest, als dass ich dann ja was esse, was mir halt noch schlechter tut, was natürlich logisch ist. Dann esse ich halt lieber das als gar nichts. Wenn ich halt Bock auf Essen habe. Kann natürlich auch sein, dass ich dann keinen Bock drauf habe, dann esse ich halt gar nichts. So wie es halt kommt. Und der zweite Grund, warum ich Mangos nicht mehr geholt hatte, die konventionellen, ist, weil die meistens oder oft in einem heißen Bad, wenn die ankommen, gebadet werden und damit halt nicht mehr Rohkost sind, aber diese Ananas ist auch nicht Rohkost. Und bei den Mangos habe ich gemerkt, dass die halt nicht sonderlich übersäuernd sind und im Gegensatz halt zu so pasteurisierten Früchten, Pasteurisierung, also wahrscheinlich, ja, auf jeden Fall sind die Mangos halt besser und da kriege ich eine große Mango, da ist ein halbes Kilo und die kostet 1 Euro irgendwas, 1,30 € oder so. Das heißt 2,60 € das Kilo. Kann ich lieber das holen, damit ich auch mehr Abwechslung habe mit den Früchten wieder. Ich werde gleichzeitig auch Bio-Mangos holen, wenn ich halt mehr Quali haben möchte. Obwohl die aus dem Supermarkt halt auch nicht wirklich, also eigentlich auch witzlos sind. Aber besser, also ich mag es trotzdem besser noch teilweise aus dem Supermarkt auch die Bio-Früchte zu nehmen als nichts. Zumindest teilweise. Gebe ich mich mit zufrieden dann erstmal, bis ich halt weiter auf diesem Weg progressiert bin. Das heißt, ich habe jetzt auch dafür und dafür Alternativen und so der gekochten Nahrung, also gekochte Stärke, habe ich eventuell die Alternative, ein Rohkostbrot zu machen aus gekeimten Hafer und Karotten und Leinsamen. Ist mir beim ersten Mal jetzt nicht gelungen. Werde ich aber nochmal probieren. Man könnte auch ein gekochtes Brot machen aus Weizenkleie, aber dann hat man wieder Weizen und das kriege ich auch nicht so schnell auf die Schnelle in Bio-Qualität. Dann habe ich wieder die gleiche Wirkung wie bei den Nudeln letztens. Obwohl der Weizen halt, die Weizenkleie nahezu gar keine Stärke enthält. Größtenteils Ballaststoffe. Aber Ballaststoffe kann ich mir auch wiederum selber generieren, indem ich halt Trester habe von irgendwas. Naja, aber ich hätte es halt mal gerne ausprobiert, weiß nicht, ob ich das in Zukunft mal mache. Aber das finde ich einfach spannend. Ich mache das ganz einfach nur, weil ich das spannend finde und weil ich experimentieren will lieber und das bringt mir auch so viele neue Erkenntnisse wieder. Ja, ansonsten Alternative zur gekochten Stärke. Also Fett ist halt nicht auf Dauer so eine Alternative. Im Prinzip kann das dann nur das Gemüse bewerkstelligen, also die Salate sind die Alternative, die ich einbauen werde, und gedünstetes, stärkefreies Gemüse und eventuell halt ein bisschen Fett dazu, dann eventuell das Rohkostbrot, aber ich hatte mir ja auch noch aufgeschrieben, was ich sonst so integriere. Nachher Mungbohnensprossen nehmen auch fast keine Stärke, obwohl ich auf Keim nicht so wirklich Lust habe, aber kann man mal machen. Mungbohnen sind ziemlich unkompliziert. Ich wässere das auch nicht wirklich oder so. Dass sie dann einfach überlassen sie sich selber. Ja, diese Sprossen könnte man integrieren. Könnte man vielleicht auch irgendwie blanchieren danach noch. Ich muss sagen, sogar blanchiert, das vertrage ich sogar ziemlich gut. Das kann ich sogar auch ziemlich gut verdauen. Das habe ich mal bei Mandelmus gemerkt. Rohes Mandelmus, ziemlich gute Verdauung. Nussmus ist auch deutlich besser zu verdauen als ganze Nüsse. Und dann hatte ich mal blanchiertes Mandelmus, aber nicht geröstet. Konnte ich halt auch verdauen, nur es hat sich halt deutlich schwieriger und die Geräusche waren deutlich länger, langanhaltender und irgendwie so tiefer, sage ich mal, schwieriger und langsamer. Aber blanchiertes geht gerade eben noch. Im Gegensatz zu Tiefkühlgemüse. Aber ich denke mal, dass ich jetzt für die grünen Smoothies auch wieder Tiefkühlspinat ein, zwei Mal holen werde. Dass ich das also auch wieder erstmal integriere, weil es zumindest immer noch besser tut mir als gekochtes. Gedörrtes, also Dörrautomat werde ich wieder anschmeißen bei vielen Dingen, denke ich mal. Rohe Gewürze werde ich eventuell teilweise integrieren, wenn ich Bock habe. Nussmilch
Habe ich zumindest mal Lust drauf. Ist ja zumindest in flüssiger Form, auch wenn das Fett ist, dann verschlammt das nicht so stark und so weiter. Ja, Nüsse, Saaten, Avocado ab und zu, Getreidesprossen, wie gesagt, bei dem Rohkostbrot zum Beispiel, Mungbohnensprossen, diese Mango, Äpfel. Meine Lieblingssorte ist ja die Cox Orange Sorte, weil das eine ziemlich alte Apfelsorte ist, ziemlich mild und ziemlich aromatisch und auch konventionell fast, also zumindest pestizidfrei. Die sind jetzt nächste Woche auch im Angebot im Edeka für 2 Euro das Kilo. Die werde ich mir für Saft holen, zum so essen. Eher nicht. Mag ich nicht so. Vielleicht als Apfelmus. Oder eben zum Entsaften in erster Linie. Das werde ich mir auch wieder integrieren. Zumindest 2 Euro pro Kilo, das geht jetzt zumindest. Banane, wie gesagt, Trockenobst werde ich mir auch wieder integrieren, eingeweicht. Da hat man einen ganz guten Backup. Bald bei der Saison, bei der startenden Saison, werde ich viele Backup-Pläne eventuell nicht mehr brauchen. Aber im Winter und bis jetzt hin noch werde ich auch Trockenobst dann weiterhin integrieren. Im Field A und R übrigens auch. Karotte habe ich gesagt, anderes stärkefreies Wurzelgemüse, gedünstet dann. Also Wurzelgemüse und Kohlgemüse kann ich eigentlich nur gedünstet essen, außer Brokkoli in grünen Smoothie geht gerade noch. Ist zwar ein bisschen scharf, aber hält sich in Grenzen. Gemüse integrieren, Fruchtgemüse, eventuell Kartoffeln. Ja, und damit hätte ich dann alles gesagt. Schon wieder über 20 Minuten, krass, wie viel ich reden kann. Ja, bis dann. Ciao.